Ich wollte eigentlich so ein bisschen anfangen mit der Idee von Karneval. Und zwar, du hast ja das Thema Maske jetzt neu angefangen. Zum einen, weil Karneval präsent ist in den Bildern, aber zum anderen, weil es einfach auch gerade so hinter dir jetzt prominent steht. Und das ist ja so ein Interesse von dir, wie die Maske reinkommt. Dann gibt es aber noch so das Medizinische. Ich glaube, es gibt auch, man könnte sagen, das Ethnologische und vielleicht auch das, das Historische. Ja, ja? Willst du einfach mal anfangen, wie du zur Maske gekommen bist und was so verschiedene Einflüsse sind? Zuerst habe ich an Maske bewusst gedacht, jetzt in die Corona-Zeit. Wegen verschiedener Geschichten. Eine von denen war, dass ich jemanden kennengelernt habe, ganze Zeit mit Maske, und habe ich in meinem Kopf mich einfach eingebildet, diese weiter, mit den Gesichtern weitergeht. Ja? Und weil ich sehr überrascht bin, diese Person nach einem Monat oder länger dann die Maske abgezogen hat, und dann habe ich festgestellt, das war nicht so, wie ich gedacht habe. Ja, das war eine der Sachen, die mich bestätigt haben, dass eine Maske spielt für mich eine rätselhafte Funktion irgendwie. Verwirrt, was in diese Merkmale, wobei dachte ich immer, ich kenne mich sehr gut mit menschlicher Physiognomie. Wenn meine Studium da, wo wir viel gezeichnet haben mit Models und weiß nicht was noch, haben wir richtig richtig eher akademisch gearbeitet, dachte ich mir, okay, da konnte ich dann zum Beispiel bei die Forensik, wie dann durch ein Schädel dann jemand rekonstruieren konnte, ja, so quasi, ja, ne? Ja. Und das wird sehr überraschend. Ja. Also man hat so ein Fremdobjekt im Gesicht, das aber auch das Gesicht ja verändert. Ja, vor allem, dass du selbst, und ich glaube, dass bei jeder, auch kleine Kinder, das wieder nochmal weiter, also du entwickelst das weiter, diese Linien, die du nicht siehst. Mhm. Ja, und dachte ich mal, ja gut, also konnte vielleicht jemand doch aussehen, aber in Wirklichkeit nicht. Ja, also es kann tatsächlich was völlig anders sein. Also eine Veränderung, auch eine Art physiognomisch und auch expressiv. Also, ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also. Und es ist ja auch, ich meine, die heutige Maske ist ja jetzt weniger, wie wir das jetzt hier haben, wo es auch noch ein Lächeln drauf hat, also wo man das Gesicht imitiert, sondern die Maske ist ja wirklich ein technisches Objekt. Also ähnlich wie wenn jemand zum Beispiel in einer Chemiefirma oder zu Kriegszeiten eine Gasmaske trägt. Oder es geht mehr in eine technische Richtung, als jetzt hier, wo so ein Kinderspiel ist, ich setze mir eine Maske auf und habe ein zweites Gesicht. Das hat man ja nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber das, was ich ein bisschen recherchiert habe, im Laufe der Geschichte auch die Bedeutung, zum Beispiel die Ausstellung namens Mascarade, das kommt von der Italienisch aus, was das bedeutet. Mascarade, die sind alle so, wie sagt man, Derivatworte oder Worte, die von ursprünglich auf diese Verdeckung und auch auf den ganz Grund, ich weiß nicht, wie das heißt jetzt, aber es kommt von diese Verbergen, ja, mit Farbe, ja, oder egal, ja, was, und ja, Menschen. Genau. Ja. Und zum Beispiel auch, wenn ich mich als tarne. Ja. Ja. Wir sind dahin gekommen. Mit der Technik. Und genau, Technik, und dann, dass die Mimik fehlt. Das Befremden, also das, ja, das ist natürlich so eher was. Du hast ja mal selber gesagt, der Surrealismus war auch wichtig. Und wenn man so ein Fremdobjekt hat, dann geht das ja schon eher auch so in dieses Surrealistische, dieser so Überraschungseffekt und ja, dieses, ja, dieses so auch so ein Kontraeffekt,
Ja, und da spielt sich bei mir total interessant, finde ich auch so, sogar in diesem Fall, jetzt in dieser Zeit, es war ganz interessant, dass ich mir so sicher war, ja, dass ich das beherrsche. Und weiß, das Gegenteil ist, voll das Gegenteil. Ja. Also das heißt auch für mich, dann habe ich gedacht, da kann man sich auch nicht mal verlassen auf irgendwelche Leute, die das Menschen durch über ein Skelett konstruieren, das ist voll Quatsch. Ja, also das, wir wollen das glauben, ja, unser Gehirn täuscht uns, aber in Wirklichkeit ist es völlig überraschend. und das hat mich irgendwie, das ist super interessant, dieser Punkt, wo diese Wände gibt. Ja. Ja? Ja. Und das mit jeder, auch wenn du siehst, einfach nur ein Auge, du, dein Gehirn versucht dich sofort geben, was ist das, also konstruierst du dann den Rest. Mhm. Wobei es bestimmt die Realität völlig anhand. Mhm. Das finde ich total spannend. Ja. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was frühere Künstlerbewegungen, eben zum Beispiel die Dadaisten, habe ich ja kurz erwähnt, die haben ja das zum Beispiel die Dekonstruktion. Genau, die haben ja wirklich dann mit diesen Gasmasken angefangen, so roboterähnliche Gesichter zu konstruieren. Und da wollte ich dich fragen, das hast du ja auch für mich etwas, also so diese Idee, wo die Maske auch kippt, wo es eben nicht mehr nur eine Kindermaske ist, sondern es wird auch so ein bisschen unheimlich. Bei diesen weißen Masken, wo du, glaube ich, noch die Klebestreifen anbringst. Weißt du, sind die aus Venedig, diese, oder welche meinst du jetzt? Ich meine, die weißen, die sehen so ein bisschen aus wie so Catcher-Masken. Was auf der Seite noch so Bänder nach hinten? Die vom Flur, von, doch, venedische, oder? Diese venedische Maske, die nur die Augen, Nase sind schon voll konstruiert ist und Mund. Ich glaube, ja. Die sind ja, also die haben für mich auch so einen sehr unheimlichen Charakter. Die sind fast extrem faszinierend, aber die haben so was Medizinisches. Ja. Also das hat so, da kippt so ein bisschen. Also es ist nicht eine fröhliche Maske, sondern es ist eben so, hat auch so was Beängstigendes, so ein leichter Horror, der so unten. Ikonografisch denke ich ja, auch für mich persönlich, das ist das Leere da. Ja. Wenn es so weiß ist, ja. Da fällt ja. Viel. Ja, sehr schön. Das ja. Ist sehr, diese Leere. Ja. Und diese, ja. Das also ist so, fast, so ein bisschen der Tod, also so die Starre. Ja, zum Beispiel. Oder für mich, das ist so, wie ich ein Bild malen würde oder zeichnen würde und dann plötzlich komme ich mit einer Radierkugel und radiere einfach die Stellen und lasse ich nur die Augen. Das habe ich jetzt, oder was also mich letztes Mal schon, als wir gesprochen haben, interessiert und ich glaube, das ist auch das, was ich so spannend finde, dass die Maske irgendwann mal kippt in deinen Arbeiten. Ja. Also das ist, deswegen wollte ich auch mit den Kindern anfangen, weil du hast dieses andere Gesicht, wo sich ein Kind geschminkt hat. Genau. Und dann hast du die Geschichte erzählt, dass mit der Zeit verläuft dann die Schminke. Und dann wird es ja so zu einer Fratze. Und dann ist es eben nicht mehr schön, sondern da zerläuft es und etwas geht kaputt. Es findet oder so eine verändert sich, ja. Ja, und genau, und es findet so eine Dekomposition genau, statt. Also das ist das, was für mich interessant in dem Fall. Dass, und dann weiter, dass ich diese Arbeit weiter bearbeitet habe, und habe ich mich dann nur auf diese verlaufenden Augen konzentriert. Und das war das Interessante dabei ist für mich, diese Veränderung, die stattfindet durch die Umgebung. Ne? Und das war bei dieser Arbeit spezifisch den Punkt, wo ich dachte, wow, das finde ich total spannend. Ja. Und dann auch dazu die Materialien, die verändern sich auch in denselben Zeitraum, wie ich dann das Bild verändere in verschiedenen Bildern. Ja. Wie ein Film so quasi. Ja. Ja. Das hat mich Spaß gemacht. Ja, und das merkt man auch, also ich glaube, das ist bei all diesen Maskenbildern so der Fall. Also es kommt so, man hat zuerst so die Form, wo es irgendwie noch schön ist und dann kippt. Also das ist ja auch so bei den Haarbildern. Genau, genau. Das ist so der Verbrennungseffekt. An den habe ich auch noch länger
rumschwirrt, der hat sowas, da wird so tierisch oder so animalisch oder so. Also es ist einfach, der Mensch ist nicht mehr der Mensch, sondern geht in sowas anderes. Das ist so wie ein Fell, ja, mit dem Fell auf Gesicht. Ja. Und das ist auch sehr interessant, zwei Punkte waren mir interessant dabei, war einmal, dass dieser Fell im Gesicht, wo eigentlich nackte Haut haben wir, aber trotzdem kann man einen, dass da unten eine Struktur ist, die einen auch Nasen, Augen, Mund dahinter geht, und dann kann man auch verstehen, was für eine Expression, sagt man, was für ein Eindruck den Gesicht hat. Wenn ich lache, kennt man dann, dass die Wangen ein bisschen nach vorne stehen und so weiter. Oder wenn ich traurig bin, aber auch gemischt. Und ich kann mir nicht antworten, warum, mit dieser Geschichte von Rassismus, die gleichzeitig auch in der Zeit jetzt so latent ist. Zum Beispiel mit dem NN, auch mit dem Titel von da, wie braune, lockig oder glatt, schwarz oder blond. Aber das hat ja ein bisschen mehr zu tun mit meiner Herkunft, wo ich komme, wo die Parameter für, die Hautfarben und die Haarenformen andere Konnotation haben als hier. Das Interessante vielleicht, wie lohnt sich das, das zu erwähnen, ist, dass wenn du glatt Haare hast in Kuba, dann bist du näher an den weißen Menschen, als wenn du lockig bist. Es ist egal, welche Haarform du hast. Es basiert sich um die Haarform. Weil wir schwarze Menschen in Kuba, aber auch Blonde, die krausige Haare haben wollen, dann glatt haben. Das heißt, man kann eigentlich die Hautfarbe weglassen, was du ja gemacht hast, und dann ist und dann die Haare sind dann das Kennzeichen. So quasi unterbewusst, könnte man sagen, aber auch doch untereinander kulturell. Weil die meisten Leute in Kuba sind eher dunkelhäutiger. Das ist nicht mehr relevant, wenn alle fast gleiche Farben haben, sondern eher dann geht an den Haaren. Ja, interessant. Und zwar die Struktur des Haares, nicht die Farbe. Ja, das ist total. Ich finde, das, ich bin immer bei diesen, immer noch im Kontext zu vergleichen, wer bin ich, wo bin ich, was passiert jetzt in der Welt, so ein bisschen. Und das ist total, finde ich krass, wenn ich hier gelandet ist, also, schwarz, ich bin schwarz, what? Ich sage, bin ich schwarz? Okay, ich komme, bin ich nicht schwarz. Und plötzlich, Moment mal, Also solche Sachen, ich fand das total spannend. Also die Klassifizierung, die das stattfindet. Man muss schon wieder von vorne lernen, wie funktioniert es. Bis heute noch. Ja. Interessant. Zum Beispiel, jetzt wird total in der Schule mit den Kindern geredet über Hautfarbe. Früher haben wir nur eine Hautfarbe in die Malkasten und in die Gesäße, haben wir mehrere. Schön. Und das ist interessant. Hätte ich nie gedacht oder hätte vielleicht in Kuba nicht in Frage gestellt. Also eher die Haarenform. Also es geht um die Linie. Wie macht man die Linie? Krausiger, lockiger oder glatt? Aber nicht in die Farbe von den Haut, wie macht man die Haut? Oder wie machst du die Haut? Das ist schon interessant. Auch wenn schon in Technik, schon bei Kunsttechnik, wenn du denkst, okay, wie mache ich das jetzt? Es geht um die Linie und dann wechselt schon den Kontext wieder. Dann die Linien ist was anderes, als wenn ich eine glatte Farbe auftrage auf ein Papier oder auf einen Leinwand. Also die Linie von den du sprichst jetzt von der Linie und den Haaren. Genau. Ja. Jetzt haben wir ich habe weiter gedacht. Ja. An die Geschichte mit dem, also in Kuba wird die Haaren als, oder in Lateinamerika, die Haaren als was? Ja, so ein Rassenmerkmal. Ja, genau. Ja. Aber sollte man nicht sagen. Aber aus hier auf die Haut. Genau, hier auf die Haut her. Ja. Und das Interessante ist, wenn ich das übersetze
mal abzuarbeiten. Für mich, die Haare sind Linien, Haut ist eine glatte Fläche. Und dann wieder verändert sich das. Dann reden wir von Linien und dann reden wir von Flächen. Von Flächen. Ja. Also Haut ist eine Fläche. Für mich ist eine Fläche eine Linie. Und die Haare sind eher Linien. Ja. 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 Dass ich diese Struktur hinkriege. Und das ist total für mich wieder spannend. Erzähl mal noch ein bisschen mehr, warum das. Ja, wenn ich mag sehr gerne, zum Beispiel, wenn ich arbeite, dann diese kleinen Details. Also das lasse ich immer zum Schluss. Und für mich die Haare ist das Letzte, was ich arbeite. Ja. Ja? Und erstmal mache ich die glatte Fläche und die will ich immer so haben, wie wenn ich auf Lithografie arbeite, mit Dusche so quasi. Okay. Also deswegen siehst du, manche Flächen, die sind so gearbeitet mit Aquarellstiften, die, also erstmal zeichnet ich richtig kräftig mit dem Stift und sehr knallige, bunte Farben mag ich gerne. Und danach komme ich dann mit einem Pinsel mit Wasser und das kreiert so eine Art Dusche. Struktur. Und wenn du die Dusche auf einen Stein. Das verläuft dann. Genau, ja. Arbeitest. Ne? Und versuche ich dann nachhinein den Prozess, finde ich faszinierend. Also, wie dann du weiter, wenn du eine gewisse Struktur hast, ich schaue so aus wie auf eine Lithografie, auf einen Lithostein ab. Das würde mit dieser Dusche. Und das, was das bleibt, fand ich total interessant. Von Ferne ist es ganz ziemlich glatt, aber wenn du genau guckst, dann siehst du, genauso mache ich auch mit den Buntstiften einfach nur auftragen und dann nur, dass die Textur von dem Papier rauskommt. Ja. Oder was in unterer Zeit, manchmal kann man so Stoffe oder irgendwas und dann hast du wieder nochmal andere Textur unten. Und du verweist ja auch so auf die, auf das Handwerkliche jetzt im Bild selber, weil man noch diese Klebestreifen sieht. Also das ist bei denen der Fall, aber auch bei den weißen Masken, wo wir vorher gesprochen haben. Das heißt, dort ist ja auch das zu sehen, dass das eben jetzt nicht eine glatte, perfekt produzierte Maske ist, sondern eine, die von Hand gemacht wurde, so ein Provisorium eigentlich. Genau. Ja. Und das ist mir auch wichtig. Ich mag keine perfekte Arbeit. Ja. Das ist mir dann wirklich zu lang.